Katja, meine Erzfeindin, setzte mir eine Papierkrone auf den Kopf und rief: Mach Platz für den Vieräugigen, eine Zahnspange tragen nur Loser. Die Schüler bahnten sich einen Weg durch die Gänge und kicherten, als ich vorbeiging. Katja und ich kannten uns seit der Grundschule und wir kamen nie miteinander aus. In der Mittelschule trug ich eine Brille und eine Zahnspange, was für mich eine Zielscheibe war. Ich hasste die Schule. Das war, bis meine beste Freundin Rachel auftauchte. Hey, mein Name ist Aiko und ich komme aus Peru. Wenn ihr wissen wollt, was Rachel getan hat, schaut weiter. Vergesst nicht zu abonnieren! Eines Tages während der Mittagspause hat Katja wieder ihre alten Tricks angewandt. Sie drückte mich im Hof auf den Boden und ließ eine offene Dose Limo über mein nagelneues Outfit baumeln. Plötzlich trat ein Mädchen vor mich, schnappte sich die Dose mit der Limo und schüttete es über Katja. Wenn du sie noch einmal anfasst, bekommst du es mit mir zu tun. Das Mädchen war größer als Katja und anstatt sich zu wehren, murrte Katja und ging weg. Dann drehte sich das Mädchen zu mir um. Hey, ich bin Rachel. Ich bin Aiko, danke. Das Leben mit Rachel war großartig, aber unsere letzten Jahre in der Highschool waren ein großes Drama. Eines Nachmittags, als wir auf der Eisbahn waren, zogen Rachel und ich unsere Schlittschuhe an und sprachen über den Tanz. Gehst du Samstag zum Tanz? Ich bin mir nicht sicher, ich muss meine Zahnspange entfernen lassen. Ich vergaß, dass Samstag der große Tag ist. Warum lässt du dir nicht ein neues Make-up verpassen? Du bist in der Highschool-Zeit. Zeit, was zu verändern. Gib ihnen etwas, an das sie sich erinnern, wenn du gehst. Hör zu, ich muss mal auf die Toilette. Wir treffen uns draußen bei der Eisbahn. Ja, ich ging zur Eisbahn. Vielleicht hatte Rachel ja recht und es war Zeit für ein neues Aussehen. Ich war so in Gedanken vertieft, dass ich nicht hörte, wie Katja sich anschlich. Dein größter Leibwächter ist nicht hier, um dich zu beschützen. Katja schubste mich und ich flog in die Menge. Ich prallte gegen jemanden, der mich auffing, bevor ich auf den Boden schlug. Geht's dir gut? Ich schaute in die besorgten Augen meines Retters. Er war so süß, ungefähr so alt wie ich. Es tut mir leid, aber ja, mir geht es gut. Vielen Dank. Zeit zu gehen, rief ihm eine Frau zu. Bye. Er lächelte mich an und winkte. Wer war denn der Süße? Sagte Rachel. Keine Ahnung. Während wir auf der Eisbahn waren, musste ich unweigerlich an meinen geheimnisvollen Retter denken. Obwohl wir uns gerade erst kennengelernt hatten, war ich schon total verknallt. Am Samstag, nachdem meine Zahnspange entfernt worden war, befolgte ich Rachels Rat und ließ mich umstylen. Ich tauschte meine Brille gegen Kontaktlinsen und bekam neue Kleidung. Als ich am Montagmorgen das Schulgelände betrat, waren alle Augen auf mich gerichtet. Ich fühlte mich toll, bis ich die Stufen zu meiner Klasse runterging und Katja sah. Ich bin deine freundliche Erinnerung daran, dass du ohne Zahnspange und Brille immer noch ein Loser bist. Katja schob mich die Treppe runter. Oh, wir müssen aufhören, uns auf diese Weise zu treffen. Als ich aufblickte, war er es, der Junge. Hey, ich bin neu hier, ich heiße Java. Ich bin Aiko. Die Glocke läutete. Ich muss losgehen, sehen wir uns später? Ich nickte. Ich sah Java erst in der Mittagspause wieder. Warum gehst du nicht zu ihm und redest mit ihm? Was soll ich sagen? In diesem Moment ging Katja zu Java hinüber und sagte etwas zu ihm, lachte und setzte sich. Oh nein, das hat sie nicht. Lass uns gehen. Bevor ich mich wehren konnte, ergriff Rachel meinen Arm und wir marschierten rüber. Entschuldigen Sie, sagte Rachel, bevor sie Katja an den Schultern vom Sitz hob und sie zur Müllseite warf. Und dann setzte sie mich neben Java. Guten Appetit, ihr zwei! Katja schrie Rachel hinterher. Das wirst du mir büßen! Rachel winkte Katja abweisend zu und ging zu ihrem Platz zurück. Ich war so nervös, dass ich schwitzte wie ein Schweinchen. Java drehte sich zu mir um und lächelte. Ach, ich hatte gehofft, wir haben zusammen Unterricht. Ich auch, aber ich denke, das Mittag ist auch eine gute Gelegenheit, sich zu unterhalten. Java und ich unterhielten uns während des gesamten Mittagessens. Bevor das Mittagessen zu Ende war, tauschten wir die Nummern aus und machten Pläne für einen Kinobesuch. Als die Glocke läutete und das Essen endete, küsste er mich auf die Wange. Ich rief ihn später an. Ich lächelte. Für den Rest der Woche verbrachten Java und ich unsere gemeinsame Freizeit miteinander. Endlich war es soweit und wir gingen ins Kino. Ich war so aufgeregt, dass ich 20 Minuten zu früh kam. Während ich wartete, kam ein Typ auf mich zu. Ah, welchen Film siehst du denn, Babe? Ich bin mir nicht sicher. Ich warte auf einen Freund von mir. Gut, ruf mich an, wenn dein Freund nicht auftaucht. Der Typ reichte mir einen Zettel und lächelte. Ich öffnete den Zettel und da stand, sein Name ist Emilio und seine Nummer. Ich konnte nicht glauben, dass er mir gerade die Nummer gegeben hat. Ich beschloss, noch Snacks für den Film zu besorgen, bevor Java kam. Als ich die Snacks an der Kasse abholte, steckte er mir einen Zettel zu, auf dem auch sein Name und seine Nummer standen. Thomas. Ich schaute auf den Zettel, als Javas Stimme hinter mir erklang. Schnell steckte ich die Zettel in meine Tasche und drehte mich um. Hey, ich sehe, du hast Snacks dabei.
Ja, ich hoffe, die gefallen dir. Da bin ich mir sicher. Sollen wir? Jayva nahm meine Hand in seine und wir gingen zum Ticketschalter. Während des Films griffen meine und Jayvas Hand gemeinsam in das Popcorn und dann ließen wir es einfach da. Romantisch! Nach dem Film begleitete mich Jayva nach Hause. An der Haustür angekommen, klopfte mein Herz, als Jayva mich anlächelte. Er lehnte sich an mich und sah mich an. Ich konnte nicht glauben, dass er mich küssen würde. Plötzlich flog die Haustür auf. Peinlich! Hey Aiko, ist das der süße Junge, von dem du gesprochen hast? Mama! Mein Gesicht war rot. Wir sehen uns Montag in der Schule. Tschüss! Schnell drängte ich mich am Mom vorbei und rannte in mein Zimmer, als ob meine Kleider in Flammen stehen würden. In meinem Zimmer schloss ich die Tür. Ich konnte nicht glauben, was Mama mir gerade angetan hatte. Ich erzählte Rachel alles. So ein Mist. Deine Mutter weiß wirklich, wie man die Stimmung verdirbt. Das war so peinlich. Es wäre der perfekte Abend gewesen. Kannst du glauben, dass ich 2 Nummern von Typen bekommen habe? Aber du bist die Nummern doch losgeworden, oder? Nein, sollte ich? Aiko, du hast doch schon Jayva. Ah, du hast doch gesagt, dass ich die letzten Jahre der Highschool genießen sollte. Jayva mag dich wirklich. Sei ehrlich, wenn du mit ihm ausgehen willst. Ich beschloss, die Nummern zu behalten und in den nächsten Wochen hatte ich Dates mit Emilio, Thomas und Jayva. Alles hielt ich vor Rachel geheim. Die Dinge liefen gut, bis Jayva und ich eines Abends essen. Ich entschuldigte mich und ging auf die Toilette. Und als ich zurückkam, sah ich, wie Jayva mit jemandem sprach. Es war Emilio. Baby, ich bin überrascht, dich heute Abend hier zu sehen. Er lächelte mich an. Jayva, ich möchte dir meine Freundin vorstellen. Schnell ging ich aus dem Weg. Was machst du da? Aiko, ich verstehe nicht, was hier los ist. Ich würde auch gern wissen, was hier los ist. Jayva, wir sind ein paar Mal ausgegangen, aber das war, bevor wir angefangen haben zu daten. Niedergeschlagen sah ich zu, wie Jayva und Emilio ihre Handys zückten und Nachrichten austauschen, die ich jedem geschickt habe. Ich schätze, Rachel hätte recht gehabt, was dich angeht. Es ist vorbei. Wovon hat Jayva gesprochen? Rachel hat ihm was gesagt? Was hat sie gesagt? Jayva ließ etwas Geld auf den Tisch fallen. Ich beobachtete, wie er und Emilio zusammen das Restaurant verließen. Was in aller Welt hat Rachel erzählt? Ich ging schmollend aus dem Restaurant. Ich hätte noch ein Hühnchen mit Rachel zu rupfen. Ich ging gleich zu ihr. Was hast du Jayva erzählt? Rachel schaute etwas verwirrt, aber dann dämmerte es ihr. Ha, ich verstehe. Lief die letzte Nacht nicht so wie geplant? Was hast du Jayva erzählt? Ich habe ihm gesagt, dass du ihm am Ende das Herz brechen wirst, was du übrigens auch getan hast. Er hat mir erzählt, was im Restaurant passierte. Du hattest kein Recht, dich einzumischen. Du hast dich verändert. Du wolltest Leute wie Müll behandeln. Du bist nur eifersüchtig, weil sich niemand zu dir hingezogen fühlt. Katja lachte und ich drehte mich um. Doch, es gibt einen Jungen, der sich Rachel annimmt. Stimmt's, Rachel? Katja zeigte mir ein Video auf ihrem Handy, das Rachel und Jayva beim Küssen zeigte. Ich schlug Rachel ins Gesicht und schrie. Wie kannst du es wagen, Jayva zu küssen? Rachel stürzte sich auf mich und ein Kampf brach aus. Wir zogen an den Haaren und schlugen um uns, bis die Lehrer uns auseinanderzogen. Und dann mussten wir eine Woche nachsitzen. Während wir an diesem Nachmittag nachsitzen mussten, geschah was Erstaunliches. Ich wurde von Salvador abgecheckt. Er war nicht nur süß, sondern auch der Anführer einer Bande. Ich steckte Salvador einen Zettel zu und bat ihn, mich nach dem Nachsitzen auf dem Parkplatz zu treffen. Nach 1,5 Stunden zermürbender Haft wurden wir freigelassen. Ich ging hinaus und wartete auf Salvador. Hallo, mein Schatz, lächelte er. Willst du ein bisschen Spaß haben? Ja! Salvador und ich stiegen in sein Auto und wir fuhren vom Schulhof weg. Etwa 20 Minuten später fuhren wir neben 3 anderen Autos her. Salvador hupte und die anderen Autos folgten ihm, als er losfuhr. Als Salvador schließlich vor meinem Haus anhielt, war es Mitternacht. Am nächsten Morgen wurde ich von Klopfen geweckt. Komm rein! Mom kam in mein Zimmer und setzte sich. Hey Schatz. Hi Mom. Mir ist aufgefallen, dass du dich seit der Umstellung etwas verändert hast. Aiko, du weißt, dass ich dich liebe und ich sage das nur, weil ich mir Sorgen mache. Du hast zugelassen, dass dein Äußeres dich verändert hast. Ich vermisse die alte Aiko, der es egal war, wie man aussieht und die Menschen schätzte. Mama küsste mich auf die Stirn und ging raus. Ich war verblüfft, aber dann wurde mir klar, dass Mom und Rachel recht hatten. Ich musste mich bei Rachel und Jayva entschuldigen. Aber als ich an der Schule ankam, brachte das, was ich sah, mein Blut in Wallung. Überall sah ich Jayva und Rachel, die Händchen hielten und heimlich küssten. Ich dachte, Rachel sei nicht noch tiefer gesunken, als mit meinem Freund auszugehen, aber sie tat es. Der Verrat geschah an Thomas' 18. Geburtstagsparty. Ich hatte eine tolle Zeit, bis Rachel und Katja auftauchten. Was macht ihr denn hier? Wir sind zum Feiern hier.
Babe, wie ich sehe, kennst du schon meine Cousine Katja. Cousine? Ja. Katja ging weg und Rachel folgte ihr. Ich wusste, dass Katja da war, um Ärger zu machen. Oh nein. Hey Leute, wie wär's mit Flaschendrehen? Was sind wir? Etwa 12? Also nein, Dummerchen. Aber wer hat doch nicht mal eine gute Partie Flaschendrehen genossen? Du denkst doch nicht ernsthaft dran, mitzuspielen, oder? Warum nicht? Wird lustig. Aber du hast eine Freundin. Ja, und ich möchte, dass sie mitspielt. Komm schon, lebe ein bisschen. Thomas setzte sich in den Kreis, um das Spiel zu spielen, aber ich nicht. Das Spiel begann und es dauerte nicht lange, da drehte Thomas die Flasche und sie landete auf Rachel. Rachel und Thomas standen auf und ich beobachtete, wie sie sich küssten. Die Lippen trafen sich. Oh nein, ich zog Thomas weg. Was machst du denn da, Thomas? Ich spiele ein Spiel, entspann dich. Warum so wütend? Du hast doch auch andere Leute geküsst. Babe, wovon redet sie? Du meinst, du weißt nichts von Salvador, Emilio und Java? Aiko? Warum fragst du das, hä? Du hast doch gerade ein Mädchen geküsst. Weißt du was? Es ist Zeit für dich zu gehen. Ich stürmte aus dem Haus von Thomas und wählte Salvadors Nummer. Babe, ich war auf einer Party eingeladen und der Typ, er... Ich begann dramatisch zu weinen, während ich mir eine Lüge über Thomas ausdachte. Babe, gib mir die Adresse. Die Jungs und ich sind auf dem Weg. Ich gab Salvador Thomas Adresse. 10 Minuten später hielt Salvador an und eilte zu mir rüber. Babe, geht's dir gut? Jetzt schon. Warte im Auto, ich bin gleich wieder da. Salvador und sein Team betraten das Haus von Thomas. Aus dem Haus waren leise Schreie und das Schlagen von Gegenständen zu hören. Ein paar Minuten später verließen Salvador und die Leute das Haus. Während er fuhr, wandte er sich an mich. Ich muss mich noch um meinen Job kümmern, bevor ich nach Hause komme, okay? Ich nickte. 15 Minuten später hielten wir vor Rachels Haus. Was machen wir denn hier? Ich habe heute erfahren, dass ein Museumssammler einige wertvolle Artefakte hat. Ich bin hier, um sie zu holen. Ich wandte mich an Salvador, um ihm zu sagen, dass Rachels Eltern keine Museumssammler waren, aber ich musste plötzlich dran denken, wie Rachel Java Thomas geküsst hatte. Sie verdiente es. Salvador und seine Leute sprangen aus den Autos und gingen hinein. Plötzlich ertönte eine laute Explosion in Rachels Haus. Ich schlich mich aus dem Auto in die Büsche und beobachtete, wie Salvador und sein Team aus Rachels Haus rannten. Sie sprangen in ihre Autos und rasten davon. Als die Luft rein war, rannte ich die Straße runter und schlich mich hinein. Ich zog mich schnell um, schlüpfte ins Bett und zog mir die Decke über den Kopf. Erst am nächsten Morgen erfuhr ich, dass Rachels Vater verletzt war. Oh nein, Rachel sprach mich an. Ich bin dir eine Erklärung schuldig. Katja hat mich erpresst. Sie hat mich beim Stehlen im Supermarkt auf Videos erwischt und gesagt, wenn ich nicht tue, was sie sagt, würde sie das Video der Polizei übergeben. Seit Papa seinen Job verloren hat, ist es hier sehr eng geworden. Und das... Tränen liefen über Rachels Gesicht. Es tut mir so leid, Rachel. Du hättest es mir sagen müssen. Es ist nur so, dass du dich so sehr verändert hast. Es tut mir so leid für alles. Es herrschte eine peinliche Stille und ich wandte mich zum Gehen. Doch die Frage von ihr ließ mich innehalten. Hast du Salvador gestern Abend zu mir geschickt? Ich schaute ihr in die Augen. Nein, Rachel, habe ich nicht. Rachel ging weg und ich biss mir auf die Lippen. War es richtig zu lügen? In der Schule drängte mich Java vor mein Spind. Hey, kannst du mich nach der Schule zu Hause treffen? Ich nickte, überrascht. Den ganzen Tag über fragte ich mich, worüber er reden wollte. Wollte er jetzt wieder mit mir zusammenkommen? Wollte er verkünden, dass er und Rachel jetzt ein Paar sind? Sobald die letzte Glocke läutete, machte ich mich auf den Weg zu Javas Haus. Ich klopfte an die Tür und wartete. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich folgte ihm ins Wohnzimmer und erstarrte. Im Wohnzimmer saß Emilio. Was ist denn hier los? Nun, Java und ich sind dir gefolgt. Wir wissen, was du letzte Nacht getan hast. Und jetzt wirst du tun, was wir wollen. Es sei denn, du willst im Gefängnis sitzen wie Salvador und seine Kumpels. Oh mein Gott, was habe ich nur getan?